fröhlichen Monat. November-Edition. Da können wir uns bitte alle irgendwelche Genitalnamen geben. Ja. Aber was möchte ich denn? Das ist voll anstößig. Nachher werden wir deswegen gesperrt oder kriegen so ein Air-Rating oder so von YouTube. Penis, ja. Oh, jetzt musste. Loris Laura. Ja. Ja. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich hasse das so. Ich auch. Loretta. Loretta? Was ist das denn? Das ist die weibliche Form von Loris. Mörris oder Loretta? Wusste ich gar nicht. Ja, du bist ja auch nicht jodelaktiv. Jodel in Hamburg, wie ich jetzt bemerkt habe, auch absolut wack ist so. Du warst doch noch nie in Hamburg. Ja, aber so? Weil ich sehe das ja immer durch die Moderation, wenn irgendwelches gemeldet wird. Ich das ist, immer und denk mir, ist das richtig so, Frau und Jessie? Ja, ist richtig. Ja, Mann. Okay, ich versuche mich gerade mal zusammenzureißen. Alter, starte doch die Aufnahme, du Pimmelkopf. Speichern. User in your channel started recording. Guten Abend. Ich hab keinen Bock heute, ne? Ach, du fängst schon an, okay. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ah, ich dachte, du kannst heute nicht mehr lachen. Ja, es ist alles Show. Voll lustig, Vivi, haha. Jessys Lachgetriebe ist nämlich kaputt. Ich bin Tadeo, Ja, wir waren gerade quasi schon im Gespräch. Und möchten dieses Was gegen den Monat anfangen mit Leon Mascher. Ich dachte, wir wollen uns erstmal vorstellen. Ach, ich war zu schnell, ne? Ja, ich bin Vivi. Ich bin Jessie. Ich bin Laura. Wir aber überzeugen heute durch unsere Namen mit wahnsinnig anspruchsvollem Humor. Ichi, ja. Penis. aber als ob wir uns noch vor. Wer kennt uns denn mittlerweile nicht? Ja, echt, wir sind doch immer da. Genauso in nämlich Leon Mascher und seine Freunde. Wow, 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 Überleitung. Ja, das echt, sind wir so cool, meinst du? Ich glaube, so cool wie die wird keiner. Niemals. Außer die Ziege. Die Ziege im Video. Leon Mascher hat vor ungefähr, ich glaube, einer halben Stunde oder so. Nee, vor zwei Stunden. Oder vor zwei Stunden sein neues Video hochgeladen, meine Jungs und ich. Und das haben wir uns alle gerade angeguckt und sind unfassbar begeistert von der lyrischen Vielfalt und diesen krassen Lines von Leon Mascher und dem Video dazu. Hammer. Wir haben uns hart gegönnt gerade, könnte man ja sagen. Ihr denkt gerade, ihr befindet euch in einem Katja Krasavice-Video. Das ist aber nicht so. Hallo, meine süßen Mäuschen. Ich habe mir so hart gegönnt. Hm. Also abgesehen davon, dass ich es klingt wie damals Dreh den Swag auf, kann man das schon hören. Wenn ihr Soulja Boy mochtet, mögt ihr auch Leon. Mir fällt da gar nicht, ich weiß gar nicht, irgendwie bin ich quasi, ich bin es müde oder ich bin es leid, mich zu sowas zu äußern, weil ich das Gefühl habe, es ist so offensichtlich, dass das einfach von vorne bis hinten Müll ist, dass es sich gar nicht mehr lohnt, da irgendwas zu sagen. Ich finde das einfach lustig, weil ohne Scheiß, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, so, also andere machen es halt so, machen irgendwie 10 Jahre lang Mucke oder so, und zwar gute Mucke mit Inhalt und sowas, und dann kommt nach 10 Jahren so ein Scheiß-Track von wegen so, boah, wir sind so Fame geworden jetzt und ihr könnt euch nicht mit uns messen, weil wir sind voll die krassen Stecher und so, und das ist so im Rap bisher okay. Aber ist das gerade eine Beginner-Anspielung? Vielleicht ein bisschen. Und Leon Mascher macht es einfach so, der fängt einfach mit so Musik an, Musik zu machen.
Und jo, wir sind richtig krasse Ficker und die ganzen Bitches, die folgen uns bei Instagram und ja, so. Ja, das ist natürlich. Und wir können uns bald eine Yacht leisten. Leon Mascher ist wie Donald Trump. Der sagt so lange, dass er der Geilste ist, bis alle es ihm glauben. Das ist gar nicht so eine schlechte Aussage. Gefällt mir sehr gut. Sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Bei mir funktioniert es definitiv. ich finde es halt übelst lustig, wie die Kinder da hinter der Absperrung stehen und den Hip-Hop-Arm machen und so. Und er fährt dann seinem Dreirad vor. Wir reden hier nicht von Kindern, so 14, 15, wir reden hier von so 6-, 7-jährigen Kindern. Das ist so... Sieht echt so aus, ne? Die dachten wahrscheinlich so, was Jay-Z kann, können wir auch. So, was? So egomäßig. Weiß jemand, wo das Video gedreht wurde? Nicht Hamburg. Ich frag mich dann nicht. Keine Ahnung. Ob das halt wirklich Fans sind? Oder ob die halt wirklich einfach so Kinder angeschnackt haben, so, hey, wollt ihr in einem YouTube-Video sein? Dann stellt euch mal dahin und macht das und das. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mit Fremden reden. Aber wir haben Süßigkeiten und ganz viel Fame. Ja, wir haben euch Flips besorgt, bitteschön. Wir haben euch die Flipsy geklaut haben. Ja, genau. Weil wir so reich sind. Wir nehmen uns einfach alles, was wir wollen. Naja, aber man sieht ja immer wieder diese Anzeigen, von wegen, wir suchen für ein YouTube-Video, ein YouTube-Musikvideo Leute, die da mitmachen oder sowas. Ja. Man irgendwie, weiß ich nicht, per E-Mail mit oder per Instagram teilweise oder sowas. Ja, so Studijob, ne? Ja, ja. Bitte Geld verdienen nebenher. Ach nee, Geld ja nicht. Ich möchte dazu die wunderschöne SMS vorlesen, die ich von meiner Freundin bekommen habe, die ich geschickt habe. Jetzt allerdings also ich studiere ja in Wuppertal. So, ne? Und sie schrieb mir dann, der Wuppertaler Unichor wurde gebeten, für 500 Euro in der Stadthalle bei einem Musikvideo fürs Neo-Magazin Royal mitzuwirken. Oh. Mein Freund war noch im Verteiler drin und hat den Text bekommen. An jedem Zeilenende soll Scheide gesungen werden. Nur von den Mädels natürlich. Das ist gesprochen. Da wird eine andere Tonspur drüber gelegt. Willst du nicht noch schnell dem Chor beitreten? Dann bin ich auch gespannt, was da kommt. Und so in etwa sehen dann nämlich auch so die Anzeigen für YouTube-Videos YouTube-Musikvideos aus. Ja, das ist halt meistens so, ja, ihr könnt leider keine Dingens dafür bekommen, aber ihr habt voll viel Spaß und ihr lernt eure YouTuber kennen. Auch mir ist gerade noch voll der witzige Spruch eingefallen, aber der funktioniert jetzt nicht mehr, aber weil du vorhin mit Trump meintest und mit den Flips und so, und dann dachte ich so, grab him by the flip, aber... Doch, der ist auch jetzt noch okay. Der geht doch. Ja, aber das Thema... Leon Mascher, meine Jungs und ich, ist ungefähr genauso relevant wie alles, was diesen Monat passiert ist auf YouTube, habe ich das Gefühl. Ey. War super spannend. Spiel das nicht runter. Auf YouTube war mega viel. Wenn du es oft genug sagst, dann stimmt's auch. Ja, stimmt. War Leon vom Leon, ne? Ja, wollen wir dann direkt weiter mit Leon Mascher und ApoRed machen? Ja, wenn wir schon dabei sind, ne? Ja, würde ich sagen, ne? Ich meine... Anmoderation, Doppelpunkt, ApoRed und Leon Mascher machen 24 Stunden lang noch mehr Scheiße als sonst. Was haltet ihr davon? Leon Mascher und ApoRed finden es ziemlich lustig, sich 24 Stunden an einem bestimmten Ort aufzuhalten. Hab gerade gesehen, dass Schwimmbad jetzt auch dazu gekommen ist. Schwimmbad im Winter, by the way. Und da gibt's ja vielleicht ein Dach. Ein Dach? Wäre kein Freibad. Ach so. Ja gut, denke ich ja doch nicht an sowas. Aber die prominentesten Beispiele sind ja Kino jetzt gewesen und Ikea und McDonald's, ne? Mhm. Und ich habe mir die nicht angeguckt. Ich habe tatsächlich KuchenTV einen Klick gespendet, weil der ein Video drüber gemacht hat und der da immer so ein bisschen erklärt, warum das Fake sein muss. Und das finde ich dann schon interessanter, als mir die Rohfassung anzugucken. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass das alles irgendwie fake ist. Vor allem diese Sachen mit der Polizei. Am Ende kommt ja irgendwie dann die Polizei und will sie aus dem Kino holen und so. Richtig dumm. die haben auch Hunde und so, haben die, glaube ich, gesagt. Und dann sind die einfach durch den Hinterausgang raus, weil die Polizei nicht, also nur den Haupteingang
umstellt. Ist klar, oder? Da war keine SWAT-Einheit, um die da rauszuzerren mit Renngas und was weiß ich nicht. Naja, jedenfalls war das ja bei mir um die Ecke. Atombomben. Wir sprengen Hamburg weg, wenn ihr jetzt rauskommt. Aber für die Klicks sind sie dann doch drin geblieben. Und dann heißt das Video, Hamburg wird in die Luft gesprengt wegen uns. Ich habe tatsächlich mich eigentlich gar nicht damit beschäftigt, sondern immer nur sekundär. Kommentare dazu lesen. Und ich habe aber, nee, ich bin glaube ich der Einzige von uns, der immerhin 24 Stunden im Ikea zur Hälfte geguckt hat. Nach der Hälfte dachte ich mir, oh nee, das kann ich mir nicht mehr geben. Aber die Hälfte habe ich geguckt. Immerhin. Das ist schon mal. Doch, mir gebührt auf jeden Fall Respekt. Aber das sind doch voll lange Videos. Bisschen Standing Ovations für verdient, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich komme nicht an meinen Aschenbecher, scheiße. Ich will nicht aufstehen. Aber es war auch wirklich, also keine Ahnung, danach, also ich gucke ja sowieso, das muss ich ja irgendwie sagen, aus irgendeinem Grund ist das mein Trash-TV. Jeder hat ja sein Trash-TV, das er so guckt. Und bei mir ist das ein Rekruten. So richtig, richtig, richtig schlechten Trash, so wie Schwiegertochter gesucht oder sowas. Ich guck sowas gar nicht. Leon Mascher. Doch, ich nehme mich eigentlich auch nicht, aber das gucke ich mir hin und wieder mal an und denke jedes Mal, warum hast du deine Lebenszeit damit verschwendet? Aber das war wirklich einfach auch nur einfach wahnsinnig langweilig. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll zu diesen 24 Stunden. Ich fand den Kommentar von den Tweet von den Twins ganz toll, die einfach nur geschrieben haben, Leon Mascher und Apo Red verbringen 24 Stunden in einer Schule. Keine Pointe. Geil fand ich auch. Halt mit den 24 Stunden im McDonald's und dann ohne YouTube müssen sie das nur 8 Stunden. Ja. Ach, schön. Ja. Ja. Es ist so, die sind so selbsterklärend doof. Ja, irgendwie halt schon, ne? Mal aufgreifen, dass die halt einfach nur schlechte Unterhaltung machen und doof sind. Das weiß man halt. Es nervt mich halt einfach, weil man könnte diese Videos haben einen Reiz, das verstehe ich schon. Aber für mich persönlich verlieren die total ihren Reiz, weil ich halt weiß, dass das alles fake ist. Und dann ist es halt einfach nicht mehr spannend. Alles von denen fake. Hey, also, die sind da wohl im Ikea. Und, also ich meine jetzt die 24-Stunden-Videos. Ich meine jetzt explizit die. Ja, das kann sein. Weil ich verlinke einfach mal das Kuchen-TV-Video. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt mal auf eins von ihm verweise. Aber der erklärt das da schon ganz gut und zeigt da auf, was da nicht ganz koscher ist und so. Und das finde ich halt dumm, weil die machen so einen Bohai um nichts, weißt du? Und das finde ich, wenn ich mir vorstelle, da ist halt nichts. Und die Schauspielern, dass die Polizei kommt und so und dass sie wegrennen müssen und dass hinter denen Sirene ist und so. Das ist halt so bitter. Ich finde das auch schön irgendwie, in dem ersten Video, ich glaube, das war sogar Ikea oder so, sagen sie halt, ja, wenn das jetzt hier 100.000 Likes bekommt, das Video und so, dann gibt es jetzt jeden Tag so ein 24-Stunden-Video. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich sowas höre, so, Digga, du lädst das doch sowieso hoch. Willst du mich eigentlich verarschen? Weil ne, sonst, wenn du schon die Aufgabe auf dich nimmst, realistisch gesehen vielleicht 4 Stunden, um das alles zu drehen, sowas zu verbringen, als wenn du das dann nicht hochlädst. Ja, aber wie wollen die das denn sowieso machen? 24 Stunden, jeden Tag ein 24-Stunden-Video? Ja, genau. Das habe ich mich nämlich auch, da habe ich mich auch gedacht, angeblich sind die immer 24 Stunden da drin, dann muss das ja schon irgendwie eine Aufgabe von 3 Wochen gewesen sein. Vor allem, wenn die nicht jeden Tag, oh, wir sind jetzt 24 Stunden bei Ikea, schlafen müssen wir jetzt nicht, jetzt gehen wir direkt zu McDonald's. Schneiden müssen wir jetzt nicht. Genau, schneiden müssen wir auch nicht. Weiß ich auch gar nicht, ob wir das selber machen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind das krasse Gangster-Dudes. Ja, voll richtig crazy. Bei Instagram. Voll viel Flips geklaut, Alter, unter der Jacke. Wenn ihr seine Musik hört und ihr noch nicht folgt, was war das? Wenn du mir noch nicht folgst. Wenn du meine Musik hörst und mir noch nicht folgst. Wir müssen das Lied definitiv noch öfter hören. Oh ja, schon. Das ist mein Lebensplan. Das ist mein neues Lieblingslied.
Ach, egal, keine Ahnung, irgendwas mit Folgen und Bitches. Okay, danke schön das für das Zitieren. Ne? richtig dumm ist übrigens auch Tiso. Oh. Ja, das war meine Überleitung, ich weiß. Ja. Möchte jemand das mal darlegen oder seid ihr da gar nicht so drin im Thema? Also bei Tiso muss ich ja sagen, wenn er redet, merkt man halt schon, dass er nicht so unbedingt der Älteste ist. Digga, der ist dumm wie Scheiße. Das ist so schön, wie ich das so ein bisschen diplomatisch ausdrücken wollte, aber danke, Bibi, danke. Sorry, aber der kann nicht argumentieren. Das ist einfach nur dumm. Einfach nur dumm, was er sagt. Das macht mich richtig sauer. Nicht unbedingt die Tatsache, dass seine politische Meinung einfach für den Arsch ist. Jetzt erklär doch erstmal, was passiert ist. Okay, sorry. Sondern, dass er einfach nicht argumentieren kann. Also, Mrs. Bella hat einen Tweet verfasst, der in etwa lautete: Warum laufen hier so viele Puller nackt am Strand rum? 60 plus, ich übergebe mich. Oder irgendwie so. Luda Darko hat dann gesagt: Ja, das, wieso fuckt mich das so ab und so? Voll respektlos von dir. Mit 60 siehst du halt auch nicht mehr aus wie, keine Ahnung, 20. so ungefähr hat halt gesagt, dass sie es einfach dumm findet, weil die haben ja die älteren Menschen, die da nackig am Strand rumlaufen, die haben ja die Freiheit, das zu tun. Und die. Wir haben lange genug gearbeitet dafür, ja, bitte. Also, ich meine. Ich weiß halt nicht, was für ein Strand das jetzt war. Aber vielleicht ist sie aus Versehen an einem FKK-Strand gelandet. Warum sind hier alle nackt? Hä? Ja, kein Plan. Es geht ja auch eher darum, dass sie halt so tut, als wäre der menschliche Körper was Ekelhaftes. Was ich halt auch einfach dumm finde. Und Percy X hat das auch ganz gut gesagt. Sie meinte halt, weißt du, man kann sowas denken, aber man sollte es einfach nicht schreiben. Es ist halt einfach unnötig. Man schreibt ja auch nicht, oh mein Gott, wie sieht, keine Ahnung, Kylie Jenner aus, richtig die hässliche oder so. Halt einfach, ist halt einfach, ja, aber es ist halt einfach unnötig. Absolut, ja. Und, naja, jedenfalls hat dann Tison gesagt, wieso haben die Leute die Freiheit, nackig rumzulaufen und wir dürfen nicht unsere Meinung sagen und irgendwie so. Weil deine Dummheit anderen wehtut im Gegensatz eben zu nackten Menschen, ey. Oh. Ja, und die Sohn hat dann halt auch ein mega langes Video hochgeladen, wo er dann erklärt, seinen Standpunkt erklärt. Das ist, ach, was? Echt? Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das habe ich auch gepostet. Deswegen, ich habe ja dann extra Jans Video gepostet, damit wir nicht sein Video anklicken müssen und ihm einen Klick schicken müssen. Und nach so, keine Ahnung, 10 Minuten oder so, meinte Jan dann auch so, ey Leute, ich habe einfach null Bock mehr, das ist so dumm, ich höre jetzt auf, es reicht. Ja. Das geht bei T-Zone, eher war das nicht auch der gleiche Typ mit ja. dem Camouflage-Kram und genau. so? Genau, der meinte ja dann auch, dass sich die Girls anziehen wie Huren. Das war ja auch so dumm. darum ging es nämlich in diesem Video auch, was er da hochgeladen hat, weil er meinte halt, ja, Karneval als Excuse zu benutzen, sich wie eine Hure anzuziehen, Leute, ihr seid so dumm, ihr Hurentöchter oder irgendwie so. Richtig dumm. Zurück in die Kaserne oder was hat er da geschrieben? Ja, irgendwie, sie soll sich abschminken oder halt umziehen oder zurück in die Kaserne gehen. Wo ich mir auch so dachte, Digga, schon mal deine Jacke angeguckt? Ja, sein Merch ist halt voll mit Camouflage-Muster. Die Logik, also was er sich dabei gedacht hat, das frage ich mich halt ehrlich. Weil, also das, dass man dumm ist, ist ja okay, aber ich meine, das ist ja. Kann man ja nichts führen. Ne? Das ist ja einfach sowas von zu 100% unlogisch, halt Camouflage-Kram irgendwie in seinem Merch zu haben und dann aber zu sagen, Mädels, die Camouflage tragen, was er verkauft. Sind Huren? Oh Gott. Nee, es geht ja eher darum, dass sie sich angeblich
so freizügig angezogen haben. Und es ist ja auch offensichtlich, dass er meinte, die sich wie Huren anziehen. Er meinte ja dann nicht, dass sie sich als Kostüm überlegen, sie verkleiden sich als Prostituierte. Aber er hat das dann so hingedreht, dass er ja nur meinte, er findet es dumm, dass man sich als Kostüm Prostituierte aussucht. Ja, aber guck mal, das Ding ist ja, das Foto, auf das er das geschrieben hat, ich weiß ja, wenn diese Menschen Leute als Menschen, Frauen als Huren bezeichnen, dann haben die ja meistens irgendwie einen krassen Ausschnitt oder eine kurze Hose an oder so. Ja, eben. Aber die Frau war ja auch komplett angezogen so. Aber auf die war es nicht bezogen. Auf sie war ja nur. Klar. Nein, auf sie war nur dieses mit der Kaserne bezogen. Das mit Hurentöchter war auf. Ja, also war ein anderes Bild, ja. Ich bin ja dafür, dass wir einfach jetzt das Ganze, also auf Instagram und so, die Verlinkungen für Tisons Merch durchgehen und einfach überall drunter schreiben, geh mal zurück in die Kaserne, du Hurentochter. Was ist das für ein Schild? Aber ich finde es halt einfach mega dreist, dass er Sachen schreibt, die er eindeutig auf eine bestimmte Art und Weise meint. Und dann wird er dafür kritisiert und dann postet er halt dieses Video, wo er halt sich alles so hindreht, dass er seiner Meinung nach irgendwie noch Sinn ergibt, was aber immer noch keinen Sinn ergibt. Weil die Mädels, die verkleiden sich ja nicht als in Anführungsstrichen Huren. Die ziehen sich halt ein bisschen freizügiger an. Ja, und ich meine, selbst wenn, ich kenne so viele. Warum? Es kotzt mich einfach an, dass an Halloween die Leute das als Excuse nehmen, sich als Zombie anzuziehen. Das finde ich einfach dumm. So, das ist voll unrealistisch, ne? Ja, das ist seine Logik. Oh, ich wollte gerade sagen, das wäre doch eigentlich mal ganz interessant, also weil der moderiert ja auch bei Viva, dazu sagen würden. Aber jetzt habe ich gerade von Inken das Bild gesehen mit dem Mädchen, bitte zieh dir noch etwas an, du wirst dich erbitschen. Und dann dachte ich so, ja okay, vielleicht arbeiten die ja doch ganz gut zusammen. Was? Ein Bild? Ich bin gerade schon am Screenshotten hier und so. Rein Scheiß. Ja, von Inken 1. Halt ein Screenshot von Viva. Oh Gott, sind die dumm? Oh Gott, ist das dumm. Oh mein Gott. Bisschen, ne? Aber wie gesagt, scheint halt zur Arbeitsmoral. Ey, ist Viva so was geworden? Ach, scheiße. Sehe ich im Screenshot auch. Ugh. Aber Viva früher schon so? Als wir noch Viva geguckt haben. In der guten Jugend. Mittlerweile ist das ja die schlimme Jugend von heute. Aber genauso die Bravo ist ja auch, trägt ja auch zu dieser Moral irgendwie bei. Da frage ich mich auch, war das schon immer so? Und ich habe es nur nicht so wahrgenommen, weil ich hatte die Bravo bei mir immer so abgestempelt, dass die halt so voll revolutionär gewesen sind, auch wegen Dr. Sommer und ne, dass man da halt so mit aufgeklärt wurde und was weiß ich nicht. Und ich dachte, und dann in letzter Zeit haben die sich ja ein Fettnäpfchen nach dem anderen geleistet. Und dann dachte ich auch immer so, ey, Alter, krass, waren die früher auch schon so? Und ich habe es einfach nur nicht gecheckt, oder? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist so ein Trend mittlerweile, dumm zu sein. Generationenwandel. Naja, kollektiv halt, ne, irgendwie gemeinsames Feindbild. Und wenn es dann halt irgendwie frei angezogene Frauen sind, dann kann man sich halt geiler fühlen als Frau, als Mann. Steinig sie. Apropos Bravo und komische Magazine. Hier, ich weiß noch nicht mal, wie es ausgesprochen wird. Philippedia. Du meinst viele Penis? Ja, viele Penis. Wurde eingestellt. Ich hab das jetzt einfach so die Überleitung gemacht, obwohl ich überhaupt gar keine Ahnung davon, was das ist und was die so schreiben und so. Philippedia? Das ist doch immer diese Trash-Scheiße gewesen, diese unnötigen Artikel. Wo halt das immer Gefühl nur so hatte, stand. Dass jeder da was schreiben kann. Ja, durfte man doch auch, oder nicht? Echt? War das so ein Community-Ding? Glaube ich. War das nicht der Sinn der Sache? Das war doch halt, das war doch auch dieses, da haben die doch auch dieses Bild von Lion an der Bushaltestelle vor Dagis Haus gepostet. Dass der so fertig aussah, ne? Ja, oh mein richtig Gott, worüber fies. Haben die geredet? Ja. Das müssen wir jetzt aber nicht raussuchen, das verlinken wir jetzt nicht. Nein. Gibt's, ja, die Seite nicht. Wird ja eh runtergehen, denke ich mal, wenn die dicht machen. Nein, glaube ich nicht. Meinst du, die archivieren das?
glaube schon. Das ist halt auch Webspace, der bezahlt werden muss. Ne? Das ist so wichtig. Ach so. Also, ne, also das sind Geschichten für Menschheit, die Ewigkeit, genau. Freunde. Nein. Das ist eine ganze Generation. Mir ist gerade aufgefallen, dass meine Nacherzählungen von solchen Twitter-Beefs und so immer richtig schlecht sind, weil ich immer alles vergesse. Ist und nicht schlimm. Wahrscheinlich checkt es keiner. Aber ihr könnt ja nochmal nachfragen. Ich erkläre das gerne nochmal ausführlich. Wir müssten uns das einfach vorher zurechtschneiden oder halt zurechtschreiben und dann so richtig so, ja, und dann kam und dann passierte das. Na, pow, 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 damit man das so nachvollziehen kann, wie man halt so richtig lüstern davor saß und sich so dachte, ja, bitte, noch irgendjemand, der dazu was beitragen will. Ja, Inbegriff von Relevanz. Dann vorher auf jeden Fall vorbereiten. Was haben wir denn jetzt noch so Schönes? Puh, du meinst von den vielen Themen, die diesen Monat stattgefunden haben? Twitter-Beef. Jessie hatte Twitter-Beef mit Luna. Ja. Ja. Ich will aber nicht über meinen Twitter-Beef mit Luna reden. War einfach. Wieso? Ja, da steht aber Dead Adam versus Musikindustrie. Ja, oh, ja, gut. Also. Ich habe mit Luna diskutiert, wir haben nicht gestritten. So, ich habe einfach nur, ich kann einfach Dead Adam in der Musikindustrie nicht für voll nehmen und nicht für wahrnehmen als großer Hip-Hop-Fan. Es ist das einfach für mich sehr, sehr seltsam, was da abgeht und wie sich Luna da verhält. Da haben wir einfach ein bisschen verschiedene Meinungen. Ja. Was übrigens voll scheiße ist, wenn du mit YouTubern bei Twitter diskutierst, ist, dass die natürlich eine viel größere Fanbase haben, die einfach alles liken und retweeten, was die schreiben. Und dadurch kriegst du immer die Benachrichtigungen hinterher. Ja. Du hast noch, ich kriege jetzt noch, nach einem halben Jahr habe ich irgendwann mal auf Izzy geantwortet. Und ja. Izzy hat mir mal zurückgeantwortet. Und jetzt bekomme ich noch Benachrichtigungen, dass jemand einen Tweet liked von Izzy gegen mich ist. Und das klingt voller Selbstbewusstsein. Du sitzt da die ganze Zeit und denkst dir so, ja, okay, ich weiß, dass ihr mich nicht mögt, ist okay. Und das ist jetzt bei Luna gerade auch so. Und die alle, weißt du, Luna schreibt wirklich, der Tweet war, at me, und dann so, hä? Fragezeichen. Und dieser Tweet hat irgendwie 60 Likes oder sowas. Und ich krieg für jeden Like eine scheiß Benachrichtigung von, hä? Ist halt aber echt wichtig, ne? Wir haben halt so viel schon unter uns und auch um Fred, so viel schon über Dead Adam geredet und über die Musikindustrie, dass ich irgendwie mich so blöd fühle, das alles wieder und wieder zu wiederholen. Das halt alles schon so oft gesagt habe. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich meine, das Forum ist ja auch öffentlich, dafür braucht man nicht meinen Account, wobei ich nicht glaube, dass irgendjemand, der das hier hört, keinen Kleiderkreisel... Wer hat keinen Kleiderkreisel-Account? Naja, Schreibt's in die Kommentare! Man kann also ich fände es schon mal interessant, zu wissen, ob es Leute gibt, die hier nicht durch den Fred sind. Das kann man ja durch die Analytics rausfinden. Die meisten Leute, also ich glaube irgendwie 80% kommen immer von Kleiderkreisel. Ach. Und die anderen, glaube ich, von Twitter. Genau. Die kommen dann von Klaus. Und ich denke, die Leute, die Klaus folgen, werden auch den Amöben Fred vermutlich auch lesen. Ja. Mhm. Dead Adam und was halt die Rezensionen angeht und jetzt das letzte halt mit den ganzen Fangirls und was weiß ich nicht. Dazu gab es schon echt ein paar ganz gute, ausführliche Beiträge im Fred, finde ich nämlich auch. Die kann man da sich eigentlich mal gönnen. Ja, gönnen. Grundsätzlich ist es halt einfach für mich so, dass die Ebenen da zu sind. Ich weiß, was Luna da sich für eine Rolle rausnimmt, wo sie mit der Band überhaupt nichts zu tun hat. Und die sind Beef, doch eine Hydra. Und dann aber Beef. Eine Hydra hat aber nur drei Köpfe. Ja, aber wenn man abschlägt, kommen immer zwei neue nach. Hallo, ich habe eine Eins in meiner profanen Ikonografie Klausur gehabt. Ja, gar nichts. Okay. Gut. Ja. Habe ich jetzt den Vibe gekillt. Ja. Apropos Vibe, das killt nämlich für mich den Vibe, das habe ich nämlich auch. So, ich will das nicht, dass wir jetzt sagen, ihr müsst das jetzt alles im Fred nachlesen. Dann können wir ja bei allem, was wir hier machen, sagen, yes. Im Fred nachlesen. So. So einmal kurz Kassus geladen, ja.
Ja. Lest euch das einfach selber durch. So. Genau. Was für mich halt den Vibe killt, ist, dass Luna immer gegen irgendwas kackt, was mit Dead Adam zu tun hat. Ist sei halt echt so. Rap-Rezension oder sei es die Fans oder sowas. Kannst du Wecker nachstellen. Ja, genau. Immer sobald du irgendwas Kritisches machst oder dich anders verhältst, als Luna und die Band das geil finden würden, kommt halt was und da mimimiet dann jemand. Und ich sag die ganze Zeit, mimimiet, jeder hat eine freie Meinungsäußerung, alles kein Ding, aber für mich killt das einfach den Vibe. Ich bin kein Dead Adam-Fan, aber wenn ich Fan wäre, würde ich, das soll ja angeblich so positiv und so krass toll sein und so wow, Feeling, wenn dann aber jemand die ganze Zeit daneben sitzt und mir sagt, nee, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, dann würde mir die Musik einfach auch eben nicht diesen Wahnsinns-Vibe halt vermitteln. Ja. Wisst ihr was? Kennt ihr diese, ich sag das jetzt einfach mal so ganz polemisch, kennt ihr diese Bräute, die so, die so alles richtig perfekt haben wollen. Nein, die Bank muss dahin. Nee, wir müssen jetzt essen. Jetzt ist Essen. Nee, Geschenkauspacken ist erst später und sowas. Fred, auf Kleiderkreisel auch zu, ja. So den ganzen Tag rumrennen und nee, du sitzt neben dem und dem. Nein, ihr könnt nicht nebeneinander sitzen. Nein, da hinten ist dein Tisch. Mhm. Und ihr könnt noch nicht ans Buffet. Erst wenn ich sage, so ist Luna. Ja, guter Vergleich. Was du auch meintest halt mit dem ne Vibe-Gain und so, Dead Adam sind halt auch keine Oasis, wo du halt weißt, ja okay, Gallagher Brüder sind halt Arschlöcher und ne, ja. So wo du halt so, ja komm, das gehört halt mit zur Attitude, da ist das dann, es ist halt schon echt sehr widersprüchlich. Ja, aber guck mal, die Jungs selber sagen ja gar nicht so viel Adi hin und wieder. Aber also es ist halt auch, wenn die Jungs mal was sagen, ist es halt so, keine Ahnung, Adi schreibt so, ja, das war nicht so nice, wie ihr da so rumgeschrien habt, was ich mega gut nachvollziehen kann, weil die Aufnahmen, die Luna in ihrem Video gezeigt hat, oh ey, wenn das am Sonntag so ist, dann raste ich aus, Alter. aber Luna macht halt 1 Million Tweets und macht doch ein 18 Minuten langes Video drüber. Ja, genau. Das halt eben, obwohl das wahrscheinlich sehr viel einfacher zu klären wäre, wenn die Jungs das selber mal sagen würden. Also keine Auf Ahnung, der Bühne, ja schon, während genau, der Show. Was ich ja schon gesagt habe, wenn da vorne so Mädels stehen, ne, und so rumkreischen und du siehst, dass sich Dead Adam auf der Bühne darüber unterhalten. So, also nicht, dass sie jetzt sagen würden, nee, wir wollen da nicht aus unserem Vibe rauskommen, du siehst ja, dass sie drüber reden. Wenn die dann einfach mal sagen, Mädel, du hier vorne, du machst dich gerade total lächerlich, als wenn dieses Mädel noch weiter schreit. So, das hört ja, das hast du ja auch voll oft, also bei irgendwelchen Konzerten, dass so Leute in der ersten Reihe angesprochen und teilweise auch bloßgestellt werden. Ja. Weil die halt dem Musiker auffallen und er es eventuell halt auch nervig findet. Und danach hörst du halt wirklich nichts mehr davon. Und das Problem bei der Sache ist halt auch einfach, dass die halt zum Beispiel sowas wie die Tardi is real rufen, werden Luna auf den Tod nicht ausstehen können. Als ob die sich so denken, ja, wenn Luna das sagt, nee, dann mache ich das nicht. Die denken sich wahrscheinlich auch, genau. Was will die Alte denn? Das ist es nämlich. Bestimmt. Vielleicht machen wir das ja jetzt auch am Sonntag bist du auf dem Dead Adam-Konzert, ne, Vivi? Ich habe mir heute eine Karte von jemandem, der am Sonntag doch keine Zeit hat, geholt, weil nämlich das Konzert ausverkauft ist. Und gehe dann zum Konzert mit einer Dame, die ich von Instagram kenne. Und ich habe sie heute so gefragt, ja, wann wolltest du da so hin? Um 19.30 Uhr geht das halt los, ne? Und sie so, ja, so 13 Uhr. Und ich so, hahaha, Lauch. Hab gedacht, sie macht einen lustigen Scherz. Und meinte dann so, ja, ich habe so gedacht, so um 7 wollte ich da hin. Keine Ahnung, aber wollte halt schon ein bisschen weiter nach vorne. Meinst du, es ist zu spät? Und sie so, ich wollte so, naja, 19.30 Uhr, dann wollte ich schon so 14 bis 15 Uhr da sein. Und ich so, warte mal, du meinst das ernst? Die will halt wirklich 5 Stunden früher da sein. Ey, bei mir wäre schon 6 Uhr das Maximum. Ja, ich meine, der Laden ist 800 Leute groß, weißt du? Also sind 800 halt Leute Ding, drin. Das ist halt das Ding, ne? Weil du, wenn du bei so kleinen Locations bist, da kannst du eigentlich immer irgendwas sehen. So, das ist ja auch, glaube ich, eine chillige Crowd, wo du dich halt auch durchringen kannst hinterher. Eben, dass du kleine Kinder einfach wegschubsen. Ja, ich versuche, also ich stelle mir das so vor, dass ich es irgendwie hinkriege, mich durchzutanzen. Ich meine, ich war bei Iggy Pop, wo alle
mindestens 30 Jahre älter sind als ich und sehr groß sind und männlich sind und eine sehr männliche Statur haben. Und da habe ich es auch geschafft. Aber man unterschätzt ja diese Kids irgendwie auch, ne? Ja, ich kann mir das so null vorstellen, wie aggro die sind irgendwie oder wie die überhaupt sind. Und vielleicht chill ich auch einfach mit den Eltern. Euch hat, ja genau, hinten, da klebst du dir auch so deine Tasche und dann ab. Nee, ich habe auch einmal, wo war das, auf dem Mainstream, glaube ich, bei Bring Me The Horizon. Boah, da wurden wir in der ersten Reihe von einer auch so weggedenkt die ganze Zeit. Die war so aggro und dann auch die ganze Zeit, ihr Schlampen, verpisst euch und so. Und ich dachte nur so, wow. Alter. Ja, okay, Bring Me The Horizon, ja. Das ja, das ist aber auch schon ewig her. Also man muss dazu sagen, die machen ja mittlerweile ganz andere Musik. Und da sind die jetzigen Fans ein bisschen schockiert, wenn die älteren Lieder anspielen. Ja, aber das Ding ist halt, kommt halt, wie ich gerade schon gesagt habe, es kommt halt auf die Crowd an. Ne? Und wenn du jetzt halt bei Dead Adam bist, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt die Leute, die nicht unbedingt Fangirls sind, dass die da jetzt richtig Stress machen und pogen. Und großartig einen riesen Moshpit da machen. Ich habe gehört, da ist ein Moshpit passiert. Ja, das hat sie auch im Video gesagt, ja. Ich kann das nicht ab, ich will kein Moshpit. Warum musst du denn bei jedem Scheißkonzert gibt es ein Moshpit, Digga? Selbst Spaß bei Cut Motherfucker war ein Moshpit, das ist unnötig. Ja, aber nicht jedem macht das Spaß. Und wenn ich vorne stehe, will ich nicht zwangsläufig in so einen Scheiß-Pit reingezogen werden. Ja, aber du kommst doch dann auch gut raus, eigentlich immer. Kommt drauf an. Ich habe noch kein Moshpit erlebt, wo man nicht rauskam. Frittenbude. Da war ich nicht. Und Frittenbude ist nicht mal Metal. Also doch, ich hab ein Moshpit erlebt, wo man nicht rauskam und das war bei Trailer Park. Ja. Du kamst da sehr gut raus, meine Liebe. Ich kam da mit der Gehirnerschütterung raus. Das war sehr schön. Aber das war halt auch nicht so ein Moshpit, wie es wahrscheinlich jetzt bei Dead Adam stattfindet, so, sondern da halt. Ich wollte es gerade sagen, also. Ja, das ist halt was anderes. Also du wirst das schon durchkommen, das wird schon funktionieren. Und schreibst du deinen Blogpost darüber? Ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, wie viel ich dazu sagen habe. Aber ich werde auf jeden Fall. Ah, vielleicht mache ich, falls wir nächste Woche. Naja, nee. Nee, meine Rezension wird keine 10 Minuten füllen. Also ich werde auf jeden Fall davon berichten. Im Podcast. Gut. Sehr gut, mehr will man doch gar nicht. Aber hier, ey, dieses so früh bei Konzerten sein, das konnte ich früher noch nicht nachvollziehen und heute erst recht nicht, weil, ey, wie gesagt, du kannst zu Konzerten sein und du kommst trotzdem irgendwie nach vorne. Also ist so. Ich sehe halt auch so. Da. Ich bin immer früh da. Aber früh heißt nicht 13 Uhr. Das ist doch so. Konzert halt um 18:30 so. Ah, okay. Das finde ich früh. Ah, nee, ich weiß nicht. Nee, ich bin aber auch nicht auf Konzerten, wo man früh da sein muss, weil entweder ich habe halt einen Sitzplatz, wenn ich in der Arena bin, oder ich bin sowieso nicht so keen darauf, ganz vorne zu stehen. Oh, oder hast du etwa halt keine Bands mit süßen Boys? Doch. Bilderbuch haben sehr süße Boys, aber okay. Dann war ich trotzdem immer vorne. Also zumindest im Mojo, da ist es ja auch am Sonntag. Nee, egal. Machen wir irgendwann mal Musik, also so ein Hip-Hop-Musik-Podcast. Irgendwie schweifen wir heute sehr ab. Ja. Leon Mascher und Dead Adam-Konzerte. Ja, tatsächlich kann ich mir ja auch vorstellen, dass wir, wenn wir alle YouTube-Themen abgegrast haben, / gar keinen Bock mehr auf YouTube haben, dass wir einfach so über Sachen reden. Da kann man auch mal über Sachen reden, die nicht YouTube treffen. Aber für heute fahren wir fort, komm. Das Ding ist ja auch, wenn mal was Spannendes wieder auf YouTube passieren würde, ne, dann könnten wir da ja auch die ganze Zeit drüber reden. Aber das passiert ja nichts. Also, gar nichts. So schlimm, ne? Ja, und vor allem, man dachte schon so im Sommer, Sommerloch. Und was ist? Wir haben bald Dezember, Leute. Ich frage mich halt, ob wir einfach ignoranter werden oder ob das alles nicht mehr so abstumpfen oder ob wirklich nichts mehr passiert. Ich gucke halt fast gar nichts mehr. Ich gucke in letzter Zeit, wisst ihr, was ich gucke in letzter Zeit? Die ganze Zeit nur Film- und Game-Theories. Ich habe heute 40-Minuten-Video geguckt. Da wurde nur darüber gesprochen, ob Merlin und Arthur von der Serie Merlin, ob die gay sind. Antwort ja. Okay. Natürlich, es sind immer alle gay. Nein, das sind Kanal, der heißt einfach nur Are They Gay? Und der beschäftigt sich halt damit, ob in Sendungen Gay-Bashing betrieben wird.
Und das ist da auf jeden Fall der Fall. Guck dir das mal an. Ich verlinke das. Okay. Fand ich gut. Und Game Theories gucke ich immer. Und wie heißt er? Kadikarus oder so. Der spielt immer irgendwelche richtig schlechten Spiele und kommentiert die. Und das ist unfassbar lustig. Und ich habe mir da echt... Das ist so das Einzige, was ich gerade gucke. Sind meine Favoriten-Videos, by the way. Und irgendeins hatte ich noch. Habe ich aber vergessen. Was war denn das noch? Muss ja richtig gut Jessie, gewesen sein. Sag mal. Genau. Genau. Hier. Das ist ein... jetzt habe ich das einfach so gemacht. Gott, oh Gott. Einfach Favoritenvideos genannt. Das ist ein Format von Funk. Und das heißt Bongo Boulevard, meine ich. Moment. Wo ist es denn? Oh, Leute. Ja, genau. Bongo Boulevard. Mit Marie Meinberg und Marti Fischer. Und die hatten in der ersten Folge Dead Adam zu Gast und die jammen dann einfach so ein bisschen. Und das ist halt richtig entspannte Atmosphäre und einfach super angenehm anzugucken. So. Das ist nicht interessant. Dann lass uns, was wir hier im Skript stehen haben, da sind so ein paar Sachen bei, die, wo man wirklich überhaupt nicht drüber reden muss, sondern sie vielleicht einfach mal erwähnen. So. Ja, sag doch also erstmal so, eure Favoriten. Wir könnten auch einfach so eine Bauchbinde unten einblenden, die durchläuft, wo dann so Breaking News, Unge hat sich die Dreads abgeschnitten. Ich bin noch nicht bereit, dazu meine Favoritenvideos zu nehmen, weil ich erstmal noch drüber nachdenken muss. Aber okay. Zum Beispiel so Sachen wie Michi Buchingers Wein. Michi Buchinger macht nur hat einen Wein rausgebracht. Ist schon der ausverkauft. Ja. Wahnsinn, toll, gute Meldung. Shirin hat Merch rausgebracht. Also, Shirin hat Merch rausgebracht, der ist absolut nicht toll. Fertig. Abgeschlossen. Ja, YouTube-Standard halt. The Changeman hat eine neue Serie gemacht. So, Zoo und Tiere soll sehr geil sein. Habe ich jetzt von mehreren Seiten gehört. Ja, ich finde die mega. Dagi Bee hat eine Schachtel mit einer Karikatur von sich drauf. Und Paola. Und welche haben irgendwelche Schachteln, genau. Und Diana. Hashtag Schachtelglück. Fertig. Lauren Coco XO hat 1 Million Abonnenten. Und ist immer noch dumm wie Stroh. Tschüss. Ist immer noch scheiße. Toll. Fertig. Abgehakt. So. was haben wir denn? Loot für die Welt hat übrigens Loot für die Welt ein Format von den Frogs und von LeFloid. Machen die einmal im Jahr, glaube ich. War jetzt dritte Ausgabe, ein Spendenstream, 48 Stunden lang. Hat eingebracht 170.000 Euro, 585,87 Euro. Sehr, sehr geil. Super geile Aktion. Wird alles gespendet für, weiß es nicht mehr genau, für die Tafeln, für 4 Pfoten. Und für, ich glaube, irgendein Kinder, was mit Kindern, weiß ich nicht mehr, habe ich nicht so im Kopf. Sehr geil. An der Stelle auch, ich weiß, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wann das ist. Warte. Friendly Fire 2 am 3. Dezember um 15 Uhr, Friendly Fire 2, der nächste Spendenstream von Gronk, Pete, Meat und Frank und alle möglichen sind dabei. Sind letztes Jahr auch 125.000 Euro zusammengekommen. Sehr lustig anzugucken, macht sehr viel Spaß. Auch wieder Empfehlung. Das haben wir also auch abgehakt. Ich muss auslöschen mal hier. Hast du es eilig, Jessie? Willst du irgendwie... Nee, ich hab's nicht eilig, aber es sind so Meldungen, wo ich halt denke, ja... Und. Haben wir schon gesagt, dass Movie Pilot die Faktenflut einstellt? Ich bin voll traurig deswegen. Ende. Das war mein Lieblingsformat von denen. Hat halt nicht so viel mit YouTube zu tun. Ich wusste, bis Laura das erzählt hat, auch nicht, dass es diesen YouTube-Kanal gibt, ehrlich gesagt. Ich schon, aber der ich kenne mich schon. Die. Also die haben ein paar ganz coole Formate. Jetzt haben sie ein gutes Format weniger. Anscheinend. Jo. Tragic. So. Dann hat Regina in irgendeinem Video oder so geredet von der Ungewissheit ihres Lebens und hat dabei erwähnt, dass das neue Kochbuch oder das alte Kochbuch, ich weiß nicht, das Kochbuch von Detlef die Soest, der unnervigste Mensch im deutschen Fernsehen, den man sonst nie sieht im Fernsehen und der überhaupt nicht nervig ist mit seiner Werbung, ihre die Ungewissheit im Leben genommen hat. Und jetzt führt sie ein glückliches Leben durch Detlef die Soest Kochbuch. Gebt euch Jessies Beitrag im Fred dazu, der war sehr, sehr witzig. Muss man hier immer sagen, ne?
Wollen wir mal so einen kleinen Werbespot dafür machen? Für imakeyousexy.com oder so. Einer macht einfach nur Regina. Ich fühle mich in meinem Leben orientierungslos. Ich weiß nicht, wohin mit mir und meiner Seele. Halt! Oh, was ist das für eine Stimme? Ich bin's, Regina. Die? Genau. Ich bin hier, um dir zu helfen. Ihr müsst euch vorstellen, so... Weiter. Genau. Was du nicht weißt, ist, dass ich jetzt ein neues Kochbuch rausgebracht habe. Von mir. Oh mein Gott, der danke. Das sind so die Steintafeln, die erstmal Regina steigt auf den Berg Sinai und dann empfängt sie von Jesus das Kochbuch in Stein gemeißelt. Und dann steigt sie herunter, sieht, dass die anderen sich abgewendet haben und ein Kochbuch von Johann Lafer gekauft haben. Und dann zerreißt sie erstmal das Buch von Johann Lafer. Und das macht euch fett. Das Kochbuch von Johann Lafer ist nämlich das goldene Kalb. Habt ihr verstanden? Ja? Ja. War eindeutig. Soll ich es auch mal erklären? Okay. Mit Detlef die Soest Kochbuch in 24 Stunden zum Erfolg. Für weniger Ungewissheit und 80 Kilo weniger in nur 24 Stunden. Und Muskeln. Muskeln. I make you sexy ist aber ein guter Slogan, muss man mal sagen. Da haben die Werbetexter mal was gut gemacht. Ich finde den einfach nur noch nervig. Ich kann das nicht mehr hören. Und der ist einfach diese komische Stimme und wie er da immer steht und wie er redet. Oh, dieser Mensch. Ja, man hat halt auch so das Gefühl, dass er das auch mit, so wie Dagi, die auch sich ständig im Display anguckt, wenn sie Videos dreht, das Gefühl hat man bei dies Werbung halt auch. So richtig so, ist mein Muskel angespannt? Habt ihr mal Sims gespielt? Bei Sims konnte man Charisma lernen, indem man sich vor den Spiegel gestellt hat und mit sich selbst geredet hat. Und dann standen die immer da so, und so kommt mir das halt bei Detlef die Soest auch vor. Oh Mann, aber tatsächlich mache ich auch nur Vlogs manchmal für euch, damit ich mich öfter mal in der Kamera sehen kann und beim Schneiden angucken kann. Ist schon ganz geil, ne? Und dann gleitet die Hand so langsam in die Hose. Oh Gott, woher weißt du, dass meine Hand gerade in der Hose ist? Die ruht so richtig, richtig entspannt. So El Bunny-like. Ja, doch, tatsächlich. Ihr müsstet mich sehen. Das ist aber auch einfach saugemütlich, muss man dazu sagen. Und halt nicht in einem sexuellen Sinne, sondern einfach nur so. Ja, und jetzt überleg dir mal, wenn ich in der Vorlesung sitze, es mir richtig gemütlich mache, dann wandert die Hand da so langsam hin und irgendwann so. Ach ja, du bist ja in der Öffentlichkeit. Das ist ja sozial immer noch nicht akzeptiert. Genauso wie Knoblauchatem nicht akzeptiert ist. Wann seid ihr endlich bereit dafür? Richtig. Ich kann jetzt nämlich wieder 5 Tage lang nicht rausgehen. Oh nein, ich habe geschnarcht. Ich bin süß. Das habe ich von meiner Mutter. Die hat auch keine Nasenscheidewand. Wisst ihr, wer eine Nasenscheidewand hat? Bibi. Übergang. Der war gut. Ja, keine Ahnung, ich wollte einen super geilen Übergang machen. Der war super geil. Ist das nachher voll die Lüge und sie hat eigentlich keine. Ich kenne jemanden, der keine hat, da kann man durchgucken. Oh, cool. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt cool richtig benutze gerade, aber. Wenn er Speed zieht, verblutet er. Das ist witzig. Sorry, ich habe schon wieder geilen Humor. Ja, erzähl doch mal von Bibi jetzt. Bibi hat einen Treue-Test gemacht, einen super lustigen, mit Julian. Sie ist an sein Handy gegangen und hat den kompletten Chatverlauf manipuliert von Bibi und ihm und hat also wirklich Nummern geändert, alles Mögliche gemacht, weil die waren nämlich irgendwie feiern und dann, haben die ein Mädel kennengelernt und die hat sich ganz viel mit Julian unterhalten und haben die hinterher Nummern ausgetauscht. Und Bibi findet das alles überhaupt gar nicht schlimm, weil wir sind voll das coole Pärchen und wir haben damit überhaupt gar keine Probleme. Und dann macht sie aber diesen Treue-Test, setzt sich ins Auto und schreibt dann mit Julian und schreibt halt so relativ offensichtlich so von wegen so, ja, fand dich voll süß und so und hast du nicht mal Lust, dass wir was machen oder sowas oder noch, also nicht so, sondern so richtig krass von wegen, fand ich voll sexy an dem Abend und will wissen, was ich anziehen soll und schickt dann so Tanga-Fotos und sowas. Ne? Was? Ja, ja. Also die hat eine Freundin beauftragt, fotografier mal bitte 2 Tangas ab
damit ich die weiterschicken kann an Julian und schickt dann halt die Fotos von diesen Tangas. So, und sagt dann halt so, willst du die mal angezogen sehen? Übertreib, Alter. Richtig krass. Und am Anfang ist Julian halt auch noch so richtig süß so und meint halt so, ja, nee, du, ich habe eine Freundin und ich weiß auch gerade gar nicht, was los ist und sowas und ganz knuffig. Und sitzt halt die ganze Zeit im Auto und irgendwann kommt dann so eine Nachricht, wo Bibi halt nicht mehr mit der Kamera redet, sondern einfach nur noch so sauer auf ihr Handy guckt, die Kamera ausmacht und dann geht die Kamera wieder an und man sieht Julian rumspringen und lachen. Und Bibi steht da und sagt so, ja, Da hat Julian das anscheinend gecheckt, diesen Treue-Test, und hat dann halt zurückgeschrieben, um sie halt zurückzupranken, so, oh ja, bitte schick mir Fotos davon und mach danach direkt auch Fotos ohne und sowas. Und schade, dass an dem Abend nichts zwischen uns lief und wir müssen das nochmal nachholen. So, und da ist halt Bibi dann sauer geworden, hat die Kamera ausgemacht und dachte, ja, ist jetzt zu privat und so. Und dann hat Julian das aber halt gecheckt, weil Bibi irgendwie zu blöd war, da die Chatverläufe richtig zu fälschen und so, und ja. Und Julian wollte dann Bibi anrufen und ihr das erzählen, hat dann aber die Nummer von Bibi nicht gefunden und dachte dann, aha, aha. Und ja, so lief es dann. Aha. Das Ding dabei ist halt, ich bin ja immer dafür, dass verschiedene Beziehungsformen akzeptiert werden. Wenn zwei Menschen, beide super eifersüchtige Menschen sind und beide damit klarkommen, wenn man an das Eigentum des anderen geht und da irgendwas verändert am Handy oder sowas, dann ist das erstmal für die beiden Leute okay und dann darf das auch so sein. Wenn du das aber in der Öffentlichkeit machst, also du machst ein Video davon und erzählst dann total lustig, da bin ich an sein Handy gegangen, an seine Kontakte und habe alles geändert und alles gelöscht und so, die Öffentlichkeit stellst, dann vermittelt das an der Stelle, oh, das ist voll lustig, wenn du das bei deinem Partner machst. Und jeder findet das nämlich total in Ordnung, weil das ist ein Prank und an fremdes Eigentum zu gehen in einer Beziehung ist normal. So, und das ist halt dieses Ding an diesem Prank, in Anführungsstrichen, wo ich einfach denke, was ist denn dein scheiß Problem und wie kann man sowas eben seinen Zuschauern vermitteln? Vor allem dieses Aufarbeiten von Relationship-Issues. Ich meine, stell dir mal vor, Julian hätte jetzt so geschrieben, oh ja, fand ich auch und bla. Und damit hätte Bibi dann rausgefunden, dass er sie betrügt. Ja, ich glaube, dann hätte sie wahrscheinlich das Video auch nicht unbedingt hochgeladen. Ja, aber ist, also. Das ja. Ist halt, dann muss ihr ja klar gewesen sein, dass das sowieso so abläuft, wie es dann abgelaufen ist, oder nicht? Ja, ist ja sowieso die Frage, ob nicht gestellt ist. Ich glaube nicht, dass es gestellt ist, weil dann wäre die Zwischenzeit zwischen diesem Kamera ausmachen und dem wieder anmachen, glaube ich, cleverer gelöst worden. Von yes. Julian und Bibi. KP. Nee, aber was du halt auch meintest mit dem, dass das halt symbolisiert, dass das halt alles voll okay ist. Das Ding ist ja auch, du musst ja überlegen, wie alt sind die Fans von Bibi? Das fängt so bei 8 Jahren oder so an. Ich sag mal irgendwie 8 bis 14 oder so. Und genau da bist du in einem Alter, wo du anfängst, dich fürs andere Geschlecht zu interessieren. Oder fürs Gleiche. Oder fürs Gleiche, ja. Hast ja noch überhaupt gar keine Ahnung, wie sowas alles funktioniert. Und dann wird dir halt gezeigt, dass das so ist, dass das normal ist. Ja. Und dass man sich so in einer Beziehung verhält. Und das finde ich halt auch ganz schwierig. Also wie du sagtest, es ist halt verschiedene Beziehungsformen. Wenn beide damit d'accord sind, sollen sie halt machen, ne? Aber das habe ich schon so oft erlebt, also wenn man halt auf Kleiderkreisel auch unterwegs ist, dass es so als das Normalste der Welt verstanden wird, dass man halt an die Sachen von seinem Partner geht. Ja. Ich habe schon immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich bei Pipo aufs Handy schiele, so aus Gewohnheit macht man das ja irgendwie manchmal so in der Bahn oder so, ne? Dass dann der Blick so auf das Handy von dem anderen wandert und man ist dann plötzlich so, ja, aber auch einfach nein. Nur, man guckt auch wirklich einfach nur drauf, weil sich halt gerade zum Beispiel irgendwas bewegt, weil der eine genau. Ist halt scrollt ja, genau. Oder so und davon wird dein Auge halt so automatisch und dann ist das aber auch bei Fremden ist das immer so, oh nein, was, wenn die das gesehen haben? Jetzt denken ja, die, genau. Ich habe die voll gestalkt. Ja, oder, oh nein, jetzt denkt er voll, dass ich ihm nicht vertraue und immer sein Handy abchecke und voll paranoid bin. Ja, ich bin da auch so. Und also,
Ich weiß nicht, ich sag ja, wenn da zwei Leute mit klarkommen, dann ist das schön für die beiden, aber es darf einfach nicht so sein, dass Leute sagen, das muss so sein und das ist ganz normal. Mhm. Nein, es gibt auch nichts Normales in menschlichen Beziehungen oder was Unnormales, sondern es ist immer das Normal, was zwei Menschen ja. für sich ausmachen. Ja, vor allem, wenn du dann so Sachen hörst wie, ja, wenn der nicht will, dass du in sein Handy reinguckst, dann betrügt er dich auf jeden Fall. Wo ich mir so denke, was? Nein, Alter. Okay, Beziehung läuft super bei euch. Es muss auch mein Freund nicht unbedingt mitkriegen, wenn ich gerade über meine Periodensubstanz rede mit meiner besten Freundin oder so. Okay, darüber rede ich schon mit ihm. Kannst du ja auch, aber halt. Naja, ich weiß, was du meinst. Also, ist halt auch einfach, manchmal fuckt er einen auch ab und dann so, wenn man halt gerade mal sauer ist und sich auskotzt, dann ist das ja auch nur so in dem Moment so, ja, er ist so dumm, wieso checkt er das nicht, richtig unnötig, solche Sachen schreibt man dann ja und in 3 Minuten ist ja dann auch wieder okay und sowas muss er ja dann nicht unbedingt lesen, weil es ja in dem Moment halt, weil man diese Emotionen herausgehandelt war. Genau, diese Gefühle will man ihm ja nicht zuteil werden lassen, weil man eigentlich genau weiß, die sind halt einfach nur in dem Moment und sind dann bald wieder weg und es wäre halt für alle besser, wenn man das jetzt mal nur an die beste Freundin bei WhatsApp weiterleitet. Weißt du? Und dann ist der Sinn ja verloren, wenn er dann das trotzdem liest. Und das dann gleich persönlich nimmt. Ja, also was ich halt nochmal, um auf Bibi nochmal zurückzukommen, ich finde es halt auch seltsam, dass sie diesen Prank macht, weil wenn sie ja sowieso hundertprozentig davon ausgeht, nichts passiert, dann würde sie es ja nicht filmen, weil dann wäre es ja langweilig. Richtig. Das heißt, sie muss da ja schon reingehen mit zumindest einem Restrisiko oder einem kleinen Misstrauen, dass da eventuell was bei passieren könnte. Ja, das meine ich halt. Ah. Ja. Aha. Clever analysiert, muss man sagen. Scheiße, wir hätten voll den guten Cinepedia-Artikel schreiben können. Total. Investigativ. Journalismus. Aber ich glaube, wenn wir das so ausgeführt hätten, hätte das keiner gecheckt bei den Lesern. Das geht über 20 Zeilen. Nee, das lese ich nicht. Kein Bild dabei? Nee. Ja, kein Plan. Wir hätten einfach das Tanger-Bild reingepackt. Das wäre dann so. Was? Stimmt. Was ist denn noch passiert? Haben wir noch was? Worüber wollt ihr da jetzt noch reden? Wir haben hier noch das Vergewaltigungsopfer-Schmink-Tutorial. Nee, kein Bock drüber zu reden. Mega dumm. Die ist einfach nur dumm. Die ist einfach so hart dumm. Oh mein Gott. Die ist mit Kuchen. Die Freundin von Kuchen-TV hat einen Schmink. War das nicht auch schon Halloween? Ja, das dürfte ein Halloween-Tutorial gewesen sein. Also ich habe halt wirklich nur so die Sachen zusammengesucht, die im November halt geschrieben wurden. Also das wurde ich erst am 2. November oder so besprochen, deswegen habe ich das auf jeden Fall wieder auch eine Meldung, die man kurz abhaken kann. Die Freundin von KuchenTV hat zu Halloween ein Schminktutorial namens Vergewaltigungsopferstil oder sowas hochgeladen. Super. Und das war super voll bescheuert. Der schwarze Humor. Übelst funny. Mhm. Ja, fertig. So, das Thema ist auch weg. Was kam jetzt auch die letzten Tage erst, was mich halt da ein bisschen noch geflasht hat, war, dass ein Drachenlord-Hater jetzt vor Gericht gehen muss. Wegen Sachen, die er halt gemacht hat. Und was hat er denn gemacht? Ja, warte. Habe ich nämlich gerade noch aufgehabt. Ich Blödkopf. Blödkopf? Blödkopf. Der hat nämlich ganz schön krassen Scheiß gemacht. Das hat mich schon... Da, hier ist es. Nordbayern.de. So. Der Angeklagte hat über das Internet für dritte Personen, also er hat für Drachenlord Sachen bestellt. Zum Beispiel Waren im Wert von tausenden Euros, darunter Spielzeug, Digitalabos, getragene Socken, Schweineinnereien, Elektroartikel sowie T-Shirts und Mützen mit dem Logo der Terrormiliz IS. In den meisten Fällen war der YouTuber Drachenlord aus dem Landkreis Neustadt. Der Empfänger, der öfters im Internet Cybermobbing ausgesetzt ist. Außerdem soll der 24-Jährige aus dem niedersächsischen Landkreis Verden schwerte Elektroartikel im Gesamtwert von über 38.000 Euro bestellt haben, die über sogenannte Warenagenten an dritte Personen in Ausland versendet wurden. Moment mal. Ziel des Betruges war von Anfang an, was denn, was willst du sagen? Der wohnt in Verden?
Der Angeklagte wohnt in Fern. Ach so. Okay. Dritte Person im Ausland versendet wurde. In Fern. Ziel dieses Betruges war von Anfang an, dass sie das unter Nutzung fremder Personen, Adresse und Zahlungsdaten bestellten Waren nie bezahlt werden sollten. Gegen die Masche auf mussten die Endempfänger dem Angeklagten lediglich eine Provision zahlen. Zudem soll der 24-Jährige Swatting beschrieben haben, also Anrufe bei der Polizei getätigt haben, in denen er frei erfundene Sachverhalte schilderte, beispielsweise einen Hausbrand und eine Vergewaltigung. Was? Das löste unter anderem Großeinsätze von Polizei und Feuerwehr aus. Über einen gehackten Twitter-Account veröffentlichte er auch eine vermeintliche Bombendrohung an die Lufthansa und rassistische Tweets. Hauptziel der Swatting-Attacken war wieder der YouTuber aus Mittelfranken. Gegenstand der Anklage des Weiteren zahlreiche Vorwürfe wie etwa den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie, Volksverhetzung und das Ausspähen von Daten. Die sind doch bescheuert. Also, ey, wie kann man sich da so reinsteigern? Ich verstehe das nicht. Vor allem, ich sage ja, ich verstehe doch schon, also ich kann nachvollziehen, es ist immer so schwer, weil wenn man sagt, ich kann das nachvollziehen, ist immer ein blödes Wort, aber ich würde das natürlich niemals verstehen und nachempfinden können, aber ich habe ja schon immer eine gewisse Faszination für diese Drachen-Hater-Community gehabt und für einige davon, manche Aktionen von denen, sich halt auch sagen, so, keine Ahnung, die hat Drachenlord provoziert, was nicht heißt, dass sie gut auf gar keinen Fall, das heißt nicht, dass er schuld ist, aber es gibt Sachen, die konnte ich noch gerade so verkraften und das war für mich die Kultur, aber sowas ist mit vielen anderen Dingen, die Leute teilweise machen, da war ich halt echt schockiert, so Sachen wie hier Kinderpornografie und Vergewaltigung und sowas, denen er da angeklagt wurde, also dass dann Drachenlord angehängt wurde. Da bin das ich echt richtig übel, ja. Ganz schön schockiert drüber. Ich habe mich gerade aber wieder nicht korrekt ausgedrückt. Das kann man mir wieder falsch auslegen. Ich hoffe, nein. Ich kann nachvollziehen, was du meinst. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, ne? Dass es sich halt so gegenseitig hochschaukelt und so. Ich muss halt auch sagen, Drachenlord ist halt auch nicht so die coolste Person, ne? Was halt auch so Nazi-Scheiße und so angeht. What? Ja, von wegen, was ihr mit den Juden im Holocaust gemacht habt, das macht der jetzt mit mir und so. Ja, nee, also der hat wohl auch... was? Ja. Was so Passwörter angeht, halt so Sachen... der scheint halt schon rechts eingestellt zu sein. So, ist aber auch völlig irrelevant erstmal. Oder nein, ist es eigentlich nicht, aber hat jetzt damit nichts zu tun. Mhm. Ich verstehe nicht, wie man so viel Zeit und Geld und was weiß ich nicht in sowas investieren kann. Und die Sachen, die du da gerade vorgelesen hast, die sind echt richtig, richtig übel. Ja. Also das ist schon echt, puh, ey. Das sind Sachen, die wirst du teilweise in anderen Ländern zur Todesstrafe verurteilt. So. Also sowas wie hier Sachen von IS oder von Kinderpornografie oder von Vergewaltigung oder von Bombendrohungen. An Flughäfen, sowas. Das ist nicht mehr, das ist alles nicht normal, aber das ist das Krankste, was ich tatsächlich in der Geschichte bisher gehört habe. Demnach hoffentlich wird er gut verurteilt, wobei dem Angeklagten drohen rund 4 Jahre Gefängnis. Finde ich auch schon wieder relativ mild, aber... Ja, das Ding ist aber auch, der wird doch bestimmt total zu Märtyrer stilisiert in der Szene dann, oder nicht? Ja, aber nicht im Gefängnis. Glaube ich. Also von dann denken sie sich auch so, was er für ein Opfer. Von einigen Teilen dieser Szene bestimmt, aber ich glaube, von dem allergrößten Teil wird der eher mit wirklich auf ihn herabgesehen, nach dem Motto, was bist du eigentlich für ein kranker Spacko? Haben wir schon wieder nicht politisch korrekt ausgedrückt. ja, stimmt, Spacko darf man ja nicht mehr sagen. Bommel. Wie, hast du gesagt? Tofu? Bommel. Ja, ach Jessie, Red hat uns sozialethisch desorientiert. Sexualethisch desorientiert? Ja, das passt ja nicht. Außerdem war das eine Referenz an Yuzu Yu. Achso. Der wiederum dachte, eine Referenz an Trailer Park war. Ja, sorry. Rapception. Mit den Themen sind wir damit soweit durch. Jetzt haben wir mit dem Thema aufgehört, aber. Ja, sind wir. Ja, so voll der Bunner, ey.
aber wir müssen ja noch unsere Favoriten nennen. Siehst du, wie wir jetzt das mal nicht vorhin gemacht, ey. Tja. Wieso? Jetzt habe ich schon gemacht. Jetzt kann ich mich schön zurücklehnen, muss nicht mehr zuhören. Aber jetzt kannst du die Stimmung nicht wieder mit hochen. Mach einfach. Ja, ich überlege gerade, was für Videos habe ich denn gerne geguckt diesen Monat? Also ich fange mal, ich sag immer das gleiche, habe ich das Gefühl, aber Rezo hat auch wieder ein neues Video rausgebracht. Rezo hat wieder ein Q&A gemacht, das heißt meine Stimme ohne Autotune. Und oh, das ist halt, so lustig. Ja, es ist halt Rezo so, Herzblatt. Und ich sag auch wieder, wie letzten Monat auch schon, die UFO-Vlogs, immer noch. Die kommen auch irgendwie nicht weiter, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie lange die einziehen wollen, 3 Jahre oder so. Ja, das ist halt in YouTuber-Zeit, ne? Ja, ja, genau. Und die sind immer noch ganz toll. Die von Sturmwaffe gefallen mir besonders gut. Izzy ist für mich einfach zu lahm. Dena ist nur alle 10 Tage mal im UFO, weil der überall rumreist. Also so, du hast das Gefühl, ach guck mal, ah, heute ist er mal in Afrika, dann ist er mal in Amerika. Ach guck mal, da ist er in Berlin. Überall nur nicht zu Hause. Ja. Wo wir vorhin Michael Buchingers Wein angesprochen haben, das Winzerpraktikum fand ich sehr witzig. Ja, das war sehr gut. Dann sein Sims-Video, ich glaube, das hat der gestern, also am Mittwoch, hochgeladen. Das fand ich auch ziemlich lustig, weil er halt so sein Leben nachgespielt hat. Und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, und hier Zone Tiere vom Changeman hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Da muss ich halt auch echt... Also wer halt wirklich auf absurde Charaktere und absurde Storylines, die aber halt nicht trashig sind, sondern halt wirklich hochwertig gemacht sind, steht, der sollte da unbedingt mal reingucken. Dann überlege ich. Ja, es ist halt wirklich immer das Gleiche. Also Leute, die guten Content abliefern, da ist man es halt gewohnt. So also die ganzen Rocket Beans Videos, es gibt jetzt wieder Beans on Rice, was ich sehr geil fand. Ja. Ich gehe auch noch meine Abos durch, aber irgendwie hat mich nicht so viel geflasht. Wo ich wirklich herzlich gelacht habe, war Survival im Klimansland. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, das ist so lustig, ey. Und das heißt, die stehen da halt auch irgendwann und Hauke hat dann halt so das Messer von Finn und bedroht ihn damit. Und die sind halt einfach erst seit 25 Minuten da draußen. Und das ist direkt so, Zivilisation, zack, weg. Ja, stimmt. Ja. Finn macht ja seinen Weihnachtsmarkt im Klimansland. Ach. Ich habe gar nichts von Finn mitbekommen im letzten Monat. Muss ich auch nicht. Ja, ansonsten. So. Gut. Ja. Fertig? Ich glaube schon. Also ich... Ja, war halt echt nicht so sonderlich ereignisreich. Oder wir haben es einfach nur nicht mitgekriegt. Also wie gesagt, ich gehe gerade nochmal meine Abo-Liste durch und denke mir bei allem so, Ja, wie gesagt, man ist halt so, die Leute, die halt, von denen man halt guten Content gewohnt ist, ist halt, ja, okay. Ah, da apropos, da fällt mir ein von den Space Frogs mit der Angstmache vor Sex. Das Video fand ich sehr schön. Ja, das fand ich auch gut. Ja. Ja, aber ne, wie gesagt, man kennt halt, dass die Leute gute Sachen hochladen und dann ist das halt so jedes Mal so, ach ja, ne, kann man sich halt angucken, wird man nicht enttäuscht und ja, ich weiß auch nicht, ob man halt wirklich als so Konsument, vor allem, weil wir das ja professionell betreiben, halt wirklich so abstumpft. Oh Gott, irgendwann landen wir auch nochmal bei den Slimanis und Schmand, weil nichts anderes passiert. Oh, nein. Niemals. Davon wird der Podcast beendet. Okay, ja. Das hören wir hier feierlich. Sorry, aber da bin ich halt echt raus. Die machen irgendwann mal was wirklich Spannendes. Das aber wird das aber nicht passieren. Das glaube ich auch, vor allem bei Schmand kann ich mir das absolut nicht vorstellen. Außer es gibt so eine Sarah- und Pietro-Trennung bei denen. Ach, dann nicht. Ich will das nicht. Ist das bei euch auch so, dass ihr einfach nicht wissen wollt, was passiert, aber ihr wisst es trotzdem? Ja, das ist das Problem. Gerade bei Sarah und Pietro, ich weiß alles. Ich auch. Alles kann ich dir genau erklären. Ja, ich auch, aber ich will das nicht wissen. Ja, aber das ist... Ich meine, ich habe wirklich nichts, wirklich gar nichts abonniert, liked oder sonst was, was sich mit sowas eigentlich beschäftigt. Ja, aber selbst im Neo-Magazin Royale letzte Woche war das.
Ja, du kriegst es halt trotzdem irgendwie mit. Und auch wenn du das nur so überfliegst, du liest es ja trotzdem. Und aber es war schon lustig im Neo-Magazin. Das fand ich auch ganz amüsant. Ich liebe es halt, wie Böhmermann immer diese dummen Idiotenstimmen nachmacht. Ja, ich auch. Apropos, für uns gibt es jetzt heute das Neo-Magazin Royal um 22:15 Uhr. Und für euch gibt es heute Fest und Flauschig nach diesem Podcast noch. Spotify, warum mache ich jetzt Werbung für einen anderen Podcast? Das ist ja auch. Hört lieber unseren, ist besser. Mann, Jesse, wenn du jetzt Werbung aber für die machst, unseren. Dann hören die unseren doch nicht mehr. Ja, aber wenn die den bis hierhin gehört haben, dann werden so, dann haben die den nee. Gehört. Das ist so, Böhmermann klaut unsere Fans. Was? Ja, so nenne ich den Podcast auch. Ja. Oh nee, dann, dann landen wir wahrscheinlich irgendwann mal im Neo-Magazin und werden voll fertig gemacht. Ja, wahrscheinlich. Nö. Ich mach Böhmi fertig. Ja, aber die, dann ist er beleidigt. Jesse, da haben wir doch letztens mal, darüber schon wieder geredet. Ja, da ist er wirklich beleidigt. Aber Vivi hat auch schon mal einen kritischen Post über Böhmermann geschrieben in ihrem Blog. Ja, daran erinnere ich mich. Mhm. Ja, so Hassliebe. Ja, ja. Man muss ja auch nicht blind alles abfeiern, ne? Wir sind ja keine 11 Jahre richtig. Mehr. Richtig. Richtig. Und nur weil man was kritisiert, findet man ja nicht per se alles scheiße. Doch, in dieser Welt ist das mittlerweile so. In der YouTube-Welt auf jeden Fall. Scheiße. Du meinst in der postfaktischen Welt. Postfaktisch! Ja, Vivi, ich habe jetzt wirklich mit dem rechten Arm ausgeholt. Ich auch, ja. Gut, gut, sehr gut. Ich habe euch also gut trainiert. Okay, wollen wir diesen Podcast beenden? Unbedingt. Ja, würde ich sagen, ne? Wir haben so gut alles abgearbeitet. Ja, war sehr spannend, der Monat. Wie gesagt, gebt euch Leon Mascher. Nein. Er hat doch, die Klicks verdient. Ach, ach. Macht euch eine Tüte Flips dazu auf. Aber bezahlt sie nicht. Und fehlt es. Weil das nämlich Gangster, wenn die nicht bezahlt. Flips klaut. Flips klauen ist schon echt richtig. Ja, dafür kriegst du Respekt. Und eine auf Fanta der dazu. Und dann die Flips mit Fäusten, mit beiden Fäusten aus der Tüte rausholen und in den Mund stopfen. Reinschaufeln. Ja. Das wird mir jetzt hier zu albern. Also ich bin dafür. Das finde ich albern. Ich Mann, Laura. Also, nee, das ist mir zu viel. Okay. So, ihr Bitches, die mir nicht bei Instagram folgen. Wer folgt mir nicht bei Instagram? Wie? Wirklich? Ich habe ja, natürlich. Instagram. Folgst du mir? Stimmt, ich folge dir auch. Meine ja, dann like gefälligst auch meine Bilder. Mach ich doch. Echt? Egal. Geh gut, dass du wärst. Was los? Okay. Okay, tschüss. Wollen wir runterzählen? Ja, 3. Oh Mann. 2. 1. Tschüss. User in your channel.